Willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wenn ich heute etwas heiser klinge, liegt das daran, dass ich 39,1 Fieber habe und eigentlich krank bin. Aber ich möchte nicht, dass Sie diese tolle Vorlesung verpassen. Und deshalb bin ich hier und halte diese Vorlesung. Wir befinden uns am Ende des allgemeinen Schuldrechts und beginnen heute mit dem besonderen Teil des Schuldrechts. Das heißt, wir behandeln ab heute das Kaufrecht. Darauf haben sich das ganze Semester schon gefreut. Und weil das so toll ist, geht das morgen weiter. Das heißt, Kaufrecht, zwei Veranstaltungen. Und danach machen wir weiter mit anderen Verträgen. Bevor wir aber zum Kaufrecht kommen, müssen wir noch einen kurzen Rückblick auf die letzte Veranstaltung machen. Denn wir haben behandelt Aufwendungen und wir behandeln erst heute den Kauf und morgen dann den Verbrauchsgüterkauf. Und wir haben über Aufwendungen gesprochen und dazu habe ich Ihnen wieder zwei Kontrollfragen vorbereitet. Die erste Kontrollfrage ist diese hier. Die Beteiligungsquote ist sehr niedrig, 37. Ja, die erste Aussage. Ein Vermögensverlust kann nur entweder Aufwendung oder Schaden sein. Die soll falsch sein. Warum ist das so, dass eine Vermögenseinbuße sowohl Schaden als auch Aufwendung sein kann, also eine Doppelfunktion haben kann? Obwohl wir doch gelernt haben, Aufwendungen sind freiwillig und Schäden sind unfreiwillig. Wie kann das passieren? Ja. So ist es. Also wir haben gelernt, obwohl es vermeintlich eine Aufwendung ist, die freiwillig getätigt wird, kann man dazu herausgefordert werden, sodass er im Grunde gar nicht mehr frei entscheiden konnte, sondern ihm die Entscheidung vorweggenommen worden ist. Dass er diese Aufwendung nur getätigt hat aufgrund des schädigenden Ereignisses. Gut, dann haben Sie eine freiwillige Vermögensaufwendung, die sich dann doch als unfreiwillig herausdarstellt. Ich habe aber auch über einen anderen Fall gesprochen, als wir ganz am Ende der letzten Stunde über 284 geredet haben. Was haben wir da gesehen in Bezug auf Schäden und Aufwendungen? Als der Kollege immer 284 prüfen wollte und ich immer gesagt habe, lesen Sie die Aufgabe, 284 ist nicht zu prüfen. Was war da der Trick? Warum konnte ich da Ersatz der Ausgabe als Schadensersatz verlangen? Ja? Ja, bei der Partei war es so, dass wir ihn zu 84 brauchten. Aber in welchem Fall brauchten wir ihn nicht? In welchem Fall kamen wir hin, obwohl wir freiwillige Aufwendungen hatten und konnten die trotzdem als Schadensersatz abrechnen? Ja? So ist es. Immer dann, wenn wir damit rechnen, dass wir für unsere Aufwendung einen entsprechenden Gegenwert kriegen, das heißt, die Aufwendungen nicht verschwendet sein sollen,
sondern ich für die Aufwendung einen gleichwertigen Vermögensvorteil bekommen soll, ist das Fehlen dieses Vorteils ein Schaden. Das heißt, obwohl ich Geld ausgegeben habe, ist das Ausbleiben der kompensierenden Gewinnmaximierung ein Schaden. Also die Aufwendung ist das Geld wegzugeben und die fehlende Gegenleistung ist der Schaden. Der gleiche Verlust, ich habe das Geld weggegeben und normalerweise hätte ich es wieder zurückgekriegt durch Einnahmen, durch die Kunden beim Theater oder diejenigen, die Eintritt für meine Kunstausstellung bezahlen. Wenn ich diese Einnahmen nicht habe, ist das Geld, was ich für die ausgegeben habe, unsinnig gewesen und ich habe einen Schaden. Ich bekomme das Geld nicht mehr zurück. Der entgangene Gewinn ist der Schaden, während die Aufwendung die Ausgabe als solche ist. Ja, Aufwendungen sind immer freiwillig und Aufwendungen führen immer zu einer Vermögenseinbuße des Aufwendenden. Das liegt schlicht daran, dass Aufwendungen definiert sind als freiwillige Vermögensopfer. Das heißt, wenn ich keinen Vermögensverlust habe, habe ich auch keine Aufwendung. Es muss also ein Minus am Ende stehen. Schließlich, Ersatz fremdnütziger Aufwendungen erfolgt unter anderem nach 284 BGB. Warum stimmt diese Aussage nicht? Ja. Ja und nein. Also es waren einige richtige Aussagen dabei. Also in der Tat, wir müssen unterscheiden fremdnützige Aufwendungen, Aufwendungen, wo ich davon ausgehe, die nutzen jemandem anderen als mir. Wenn ich Ihnen dieses Buch schenke, ist es eine Aufwendung, ich verliere das Buch und ich gehe davon aus, Sie haben einen Vorteil davon, das heißt, es ist fremdnützig. Es soll Ihnen nützen, nicht mir nützen. Die Aufwendungen in 284 sind dagegen prinzipiell eigennützig. Ich tue die Aufwendung, um mich selber besser zu stellen. Das heißt, ich gebe Geld aus für meinen Parteitag, ich miete Hotelzimmer. Das tue ich nicht für irgendjemand anderes, das tue ich für mich im eigenen Interesse. Das heißt, 284 betrifft Aufwendung im eigenen Interesse, aber, wenn Sie weitergucken, nur dann, wenn diese Aufwendungen vergeblich sind. Das heißt, die Aufwendungen müssen vergeblich gewesen sein, die dürfen also nicht zum erwünschten Erfolg geführt haben. Und es ist kein Schaden erforderlich für 284. 284 ist genau da die Ausnahme von 281, 282, 283. Einen Schaden brauchen Sie nicht. Sie können also, wenn Sie Geld ausgegeben haben und das Ziel nicht erreichen können, hierfür Ersatz verlangen. Es spielt keine Rolle, ob das Ziel ein Vermögenszuwachs ist oder nur ein ideelles Ziel. Sie wollen Ihr politisches Programm verbreiten. Sie sind die AfD. Und Ihr einziges Ziel ist, dass möglichst viele Leute gegen Flüchtlinge eingestellt sind. Dann ist das Ihr Ziel und wenn Sie dieses Ziel nicht erreichen, haben Sie nutzlose Aufwendungen getätigt. Ja? Ersatz fremdnütziger Aufwendungen haben wir aber in der Tat auch eine Norm für kennengelernt. Wir kriegen fremdnützige Aufwendungen erstattet nach § 670. 670 und wir haben gesehen, es gibt eine ganze Reihe Normen, die darauf verweisen, zum Beispiel 675, zum Beispiel 683, zum Beispiel § 27. Das sind Aufwendungen, die ich nicht für mich tue, sondern für jemand anderen. Sie bringen jemandem ein Eis mit. Das ist eine Aufwendung für einen anderen und dann sagt 670, muss er ihm das Eis bezahlen. Sie kriegen also die Spesen bezahlt nach 670, wenn er sie vorher beauftragt hat, oder nach 683 Satz 1, wenn er sie vorher nicht beauftragt hat, aber das seinem Interesse und dem mutmaßlichen Willen entsprach. Das sind fremdnützige Aufwendungen. Sie wollen jemandem was Gutes tun. Eigennützige Aufwendung heißt, Sie wollen sich selber was Gutes tun.
Eigennützige Aufwendungen 284, fremdnützige Aufwendungen 670. Jeweils mit den Voraussetzungen, die die Norm voraussetzt natürlich. Gut, ich habe aber noch eine weitere Frage. So, dann schauen wir mal. Ja, die letzte Aussage ist falsch. Man kann gleichzeitig Schadensersatz statt der Leistung und Ersatz vergeblicher Aufwendung nach 284 verlangen. Woraus ergibt sich, dass Sie nicht gleichzeitig Schadensersatz statt der Leistung und Ersatz vergeblicher Aufwendung nach 284 verlangen können? Ja, was steht da nämlich? Was ist das entscheidende Wort? Anstelle. Ja, das entscheidende Wort in 284 ist Anstelle. Das heißt, Sie haben ein dreifaches Wahlrecht. Sie können entweder weiterhin Erfüllung verlangen. Ja? Wenn Sie wollen, können Sie weiterhin darauf bestehen, dass Sie den Vertrag erfüllt. Zweitens können Sie stattdessen Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Nach 281 Absatz 1. Und dann erlischt Ihr Anspruch auf Erfüllung nach 281 Absatz 4. Oder Sie können Variante 3, ersatzvergebliche Aufwendung nach 284 verlangen. Dann erlischt auch Ihr Anspruch auf die Leistung nach 281 Absatz 4. Und Sie kriegen auch keinen Schadensersatz. Also Sie kriegen entweder Erfüllung oder Schadensersatz statt der Leistung oder Aufwendungsersatz. Sie kriegen nur eins von den dreien. Während den Rücktritt können Sie daneben geltend machen. Das ergibt sich aus § 325. Das heißt, Sie können zurücktreten und Schadensersatz verlangen und Sie können zurücktreten und Aufwendungsersatz verlangen. Sie können aber nicht Schadensersatz und Aufwendungsersatz gleichzeitig verlangen. Erste Aussage, 347 Absatz 2 regelt den Aufwendungsersatz im Rücktritt. Ja, den Rücktritt haben wir schon besprochen. Und wenn Sie sich die Norm nochmal ansehen, sehen Sie, dass es da zwei Varianten gibt, 347 Absatz 2 Satz 1 und 347 Absatz 2 Satz 2. Das kam jetzt gerade erst im Examen dran und die Klausur ist so ausgefallen, dass 3/4 der Leute durchgefallen sind. Warum? Weil sie diese Norm nicht gefunden haben. Was lernen wir daraus? Lesen Sie eher das Gesetz, als dass Sie irgendwelche Theorien auswendig lernen. 347 Absatz 2 und Sie müssen unbedingt die Norm komplett lesen. Satz 1 betrifft den Ersatz notwendiger Verwendungen. Notwendig heißt, es ist zwingend erforderlich. Und Verwendung heißt, es ist eine Ausgabe, die zum Erhalt einer Sache getätigt wird. Zum Beispiel, Sie füttern einen Hund oder Sie tauschen die Bremsen aus. Da hatten wir aber schon Fälle zu, das kennen Sie also. Wichtig, wenn Sie die Norm komplett lesen, steht da, nur wenn der Gegenstand zurückgewährt wird oder Wertersatz geleistet wird oder der Wertersatz nach 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 ausgeschlossen ist. Was fehlt da? 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3. Das heißt, wenn die Wertersatzpflicht nach 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 ausgeschlossen ist, kriegen Sie auch keinen Verwendungsersatz. Ja? Also die Norm komplett lesen und komplett subsumieren und nicht meinen, Sie könnten das eh schon alles auswendig. Und Satz 2 betrifft sonstige Aufwendungen. Das sind alle Sachen, die nicht dem Erhalt einer Sache dienen. Die kriegen Sie dann, wenn der andere, der die Leistung zurückbekommt, davon noch einen Vorteil hat. Nur dann. Ja,
Nach der Rentabilitätsvermutung wird vermutet, dass jede Aufwendung durch einen mindestens gleich hohen Gewinn kompensiert wird. Ich habe Ihnen erklärt, das ist ein einfacher ökonomischer Grundgedanke, Menschen tun nichts, was sie schlechter stellt, als sie stehen. Menschen wollen mit jeder Transaktion mindestens mit Null rauskommen, wenn nicht sogar mit einem positiven Ergebnis. Deshalb vermutet die Rechtsprechung, dass immer dann, wenn ich Geld ausgebe, ich im Zweifel mein eigenes Vermögen um genau diese Ausgabe steigern werde. Und der Schädiger kann das widerlegen, indem er sagt, das Geld wäre eh verschwendet gewesen, wie in unserem Parteifall. Aber der Normalfall ist, ich würde zum Beispiel Ausgaben für Buffet oder Ähnliches durch Einnahme von Eintrittsgeldern wieder kompensieren. Das sagt die Rentabilitätsvermutung. Das heißt, wenn im Sachverhalt nichts steht, können Sie davon ausgehen, dass das Geld für die Aufwendung wieder reingeholt worden wäre und deshalb das Vermögen durch die Aufwendung nicht beeinträchtigt wird. Dann kommt hier die Aussage, Aufwendungen können als Schaden ersetzt werden, wenn sich der Handelnde zur Ausgabe herausgefordert fühlen durfte und diese bei normalem Verlauf durch einen Gewinn kompensiert worden wäre. Das habe ich Ihnen eben erklärt. Das ist genau diese Ausnahme, wann eine Aufwendung ausnahmsweise auch als Schaden berücksichtigt werden kann. So, damit haben wir jetzt gesprochen. Erstens über Anspruch entstanden. Ganz am Anfang haben wir geredet über 311, haben gesehen, es gibt rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse, die nach 145 folgende BGB zustande kommen, rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse nach 311 Absatz 2, die zustande kommen durch Vertragsverhandlungen oder Anbahnung eines Vertrages und gesetzliche Schuldverhältnisse, die Sie erst nächstes Semester kennenlernen. Dann haben wir gesprochen über Anspruch untergegangen. Wir haben dann gelernt, es gibt die Erfüllung, es gibt die Aufrechnung, es gibt die Unmöglichkeit und es gibt 326 BGB. Erinnern Sie sich? Dann haben wir gesprochen über Änderung von Schuldverhältnissen. Wir haben gesagt, es gibt Änderungsverträge, es gibt Rücktritt, es gibt Widerruf und es gibt Störung der Geschäftsgrundlage und Kündigung. Die fünf Sachen haben wir besprochen. Erinnern Sie sich? Dann haben wir gesprochen über Leistungsstörungen. Was passiert, wenn was schief geht? Das waren die 280 folgende. Da haben wir jetzt sehr lange drüber gesprochen und ich hoffe, Sie haben davon irgendwas mitnehmen können. Jetzt kommt unser letzter Punkt im Prüfungsschema, den wir immer prüfen müssen, Anspruch durchsetzbar. Und was prüfen wir da? Wir prüfen da zunächst mal 320 BGB. 320 BGB, der einfach nur sagt, wenn ich einen Vertrag habe, der im Gegenseitigkeitsverhältnis steht, dann muss die eine Pflicht im Gegenseitigkeitsverhältnis erst dann erfüllt werden, wenn der andere seine Pflicht auch erfüllt. Das bedeutet, der Verkäufer muss erst dann übergeben, übereignen, wenn der Käufer gleichzeitig das Geld anbietet. Ja? Es muss exakt gleichzeitig ausgetauscht werden. Niemand muss vorleisten. Es ist nicht so, ob der Käufer zuerst zahlen müsste nach dem Gesetz oder der Verkäufer zuerst liefern müsste nach dem Gesetz. Das fliegt exakt in der gleichen Sekunde hin und her. Dasselbe ist bei allen anderen Verträgen auch so vorgesehen. Wenn das so ist, sagt das Gesetz, wenn eine Partei ihre Pflicht nicht erfüllt, muss die andere nicht leisten, auch wenn sie nichts dazu sagt. Das heißt, sie kann nicht in Verzug gelangen zum Beispiel. Verzug setzt voraus, dass der andere auch leistungsbereit ist. Der muss seine Leistung anbieten, sonst kann der andere nie in Verzug geraten. Man ist also in einer Pattsituation in 320. 320 betrifft aber nur die Pflichten, die im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Das heißt, die Pflicht, die nur erfüllt wird, damit der andere auch seine Pflicht erfüllt. Nicht alle Pflichten stehen im Gegenseitigkeitsverhältnis. Rücksichtnahmepflichten stehen zum Beispiel nie im Gegenseitigkeitsverhältnis. Die bezahlen niemand dafür, dass er Rücksicht auf sie nimmt. Die zahlen nicht für Respekt. Sondern wir haben auch zum Beispiel gesprochen über den Leihvertrag. Beim Leihvertrag steht die Pflicht zur Übergabe der Sache an den Entleiher und die Pflicht zur Rückgabe nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis. Oder beim Kaufvertrag steht die Pflicht des Käufers, die Sache entgegenzunehmen, nicht im Austauschverhältnis zur Pflicht des Verkäufers, die Sache zu übergeben, zu beeignen. Das ist keine Pflicht im Austauschverhältnis. Für diese Pflichten findet 320 keine Anwendung.
Für diese Pflichten haben wir 273. 273 ist das allgemeine Zurückbehaltungsrecht. Das allgemeine Zurückbehaltungsrecht ist viel, viel weiter als 320. Es setzt nämlich keinen gegenseitigen Vertrag voraus, sondern es setzt nur voraus, dass die beiden Ansprüche in einem irgendwie erklärbaren Konnexitätsverhältnis bestehen. Wenn Sie sich die Norm angucken, dann steht dann da, aus demselben rechtlichen Verhältnis. Das bedeutet, es muss derselbe Lebenssachverhalt sein. Aus einem Unfall zum Beispiel. A fährt B an, B fährt A an, dann haben die ein selbes rechtliches Verhältnis, weil es derselbe Unfall ist. Es ist kein Vertrag, es ist also keine Gegenseitigkeit, aber beide können ihre Schäden hier nach 273 jeweils zurückbehalten. Sonstige Einreden, die Sie schon mal gehört haben müssen, sind insbesondere die Verjährung. Verjährung geregelt in BGB AT, haben Sie also wahrscheinlich letztes Semester gemacht, Paragraph 214 BGB. 214 BGB sagt Ihnen ganz einfach, wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist, dürfen Sie die Leistung verweigern. Das heißt, Sie dürfen sagen, ich tue nichts mehr. Wenn Sie es nicht sagen, dürfen Sie auch noch leisten. Dann kriegen Sie das Geld nicht zurück. Aber Sie können sagen, jetzt ist zu spät, jetzt tue ich nichts mehr. Auf die Verjährung muss man sich berufen. Wenn Sie es nicht tun, leisten Sie halt weiter. Man kann Sie also verklagen. Und wenn Sie im ganzen Prozess nichts über Verjährung sagen, werden Sie verurteilt. Und dann kann der Gerichtsvollzieher kommen mit dem Urteil und gegen Sie vollstrecken. Sie können nachher die Verjährung nicht mehr erwähnen. Das ist eine böse Falle für Leute, die von Jura keine Ahnung haben. Weil die werden sich nicht darauf berufen. Eine andere spiegelbildliche Einrede ist die Stundung. Stundung haben wir besprochen, als wir uns 271 BGB angeguckt haben. Wir haben nämlich gelernt, grundsätzlich muss der Schuldner sofort leisten. Man kann ihm aber eine Zeit geben, in der er nicht leisten muss. 271 Absatz 2. Sie können also sagen, es reicht auch, wenn du mir in einem Monat bezahlst. Das ist eine Stundung. Das ist zugunsten des Schuldners eine Frist, innerhalb derer der Gläubiger ihn nicht verklagen darf. Der Schuldner darf zwar leisten, aber der Gläubiger darf ihn nicht verklagen. Und das spielt für Sie eine große Rolle, zum Beispiel bei 281. Solange die Stundungsfrist läuft, besteht noch kein fälliger Anspruch und ich kann den Schuldner nicht auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. Also Stundung ist eine nette Sache. Und dann gibt es noch, theoretisch zumindest, die Unzumutbarkeit nach 275 Absatz 2 und Absatz 3 BGB. Auch die führt zu einem Leistungsverweigerungsrecht. Aber ich empfehle Ihnen, die nicht unter Anspruchsdurchsetzbar zu prüfen, sondern unter Anspruch untergegangen, weil die der Unmöglichkeit sehr ähnlich ist und im Prinzip auch die gleichen Folgen auslöst, nämlich dass die Leistungspflicht erlischt, sodass Sie die auch genauso gut unter Anspruch untergegangen prüfen können. Es ist aber nicht falsch, wenn Sie es unter Anspruch durchsetzbar prüfen, das ist genauso vertretbar. Und über Aufbau müssen Sie auch nicht diskutieren, das heißt, da gibt es keinen Streit oder was, sondern Sie machen es einfach so, wie Sie es für richtig halten. So, das war auch schon die Durchsetzbarkeit. Und jetzt kommen wir zu dem, worauf Sie sich das ganze Semester gefreut haben, nämlich zum Kaufvertrag. Der Kaufvertrag ist geregelt in 433 folgende. Sehen Sie, da kommen schon die ersten Leute extra zum Kaufrecht und sagen, Kaufrecht finden wir toll. Was der Kaufvertrag sagt, ist ganz einfach. Wir haben eine Person, die heißt Verkäufer und eine Person, die heißt Käufer. Der Verkäufer ist verpflichtet erstens zur Übergabe. Übergabe heißt ganz trivial, er muss den Besitz verschaffen. Das kann er ganz einfach tun, indem er die Sache dem anderen hinlegt. Er kann aber auch sagen, hol sie dir ab. Das spielt keine Rolle. Übergabe heißt, am Ende muss der Käufer im Besitz der Sache sein. Zweitens muss er die Sache übereignen. Übereignen heißt sachenrechtlich, er muss Eigentum verschaffen. Eigentum ist eine rein rechtliche Sache. Das kann man im besten Fall mit einer Einigung erreichen. Das heißt, man muss gar nichts tun und man einigt sich einfach nur und tritt einen Herausgabeanspruch ab.
Und die dritte Pflicht, das sehen Sie in 433 Absatz 1 Satz 2, besteht darin, dass die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln sein muss. Was Sach- und Rechtsmängel sind, sehen Sie dann zwei Paragraphen weiter. 434 regelt, was ein Sachmangel ist. 435 regelt, was ein Rechtsmangel ist. Der Käufer hat nur zwei Pflichten. Zunächst mal muss er den Kaufpreis zahlen. Das ist eine ganz normale Geldschuld. Wir haben gesehen, bei der Geldschuld muss er das Geld in Richtung auf den Gläubiger auf den Weg bringen und es muss dann auch bei ihm ankommen, sonst muss er nochmal neu schicken. Qualifizierte Schickschuld, 270. Zweitens muss der Käufer die gekaufte Sache aber auch abnehmen. Das heißt, wenn der Verkäufer sagt, hier, ich habe 50 Giftschlangen und die fressen mich hier auf, dann muss der Käufer ihm die abnehmen und darauf kann der Verkäufer ihn verklagen. Ebenso kann er das machen, wenn es zum Beispiel um faule Bananen geht oder ähnliche eklige Sachen, die sonst aufwendig zu entsorgen wären. Wichtig ist aber, dass die Abnahmepflicht grundsätzlich keine Pflicht im Gegenseitigkeitsverhältnis ist. Das heißt, der Verkäufer darf die Lieferung nicht verweigern, wenn der Käufer die Abnahme verweigert und umgekehrt. Die Pflichten stehen nicht im Austauschverhältnis. Der Kaufvertrag bezieht sich auf Sachen. Sachen sind geregelt in § 90 BGB. Das meint körperliche Gegenstände. Das heißt alles, was man in die Hand nehmen kann. In die Hand nehmen können Sie Wasserflaschen, Sie können in die Hand nehmen Bücher, Sie können in die Hand nehmen Grundstücke, können Sie mit die Hand drauflegen. Sie können nicht in die Hand nehmen, zum Beispiel elektrischen Strom, weil der ist nicht da. Sie können nicht in die Hand nehmen, zum Beispiel Urheberrechte. Urheberrechte sind Rechte, die kann man nicht in die Hand nehmen. Sie können nicht in die Hand nehmen Unternehmen. Wenn Sie die Bayer AG kaufen, können Sie die Bayer AG nicht in die Hand nehmen. Für diese Sachen gilt 433 unmittelbar erstmal nicht, sondern nur für Sachen, die Sie in die Hand nehmen können. Für Downloads, Sie laden einen Film runter, dann können Sie diesen Film nicht in die Hand nehmen. Ja? Einfacher Test. Das ist keine Sache. Gut. Wir haben schon intensiv gelernt, was passiert, wenn der Käufer seine Pflichten nicht erfüllt. Wenn der Käufer nicht zahlt, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. Sie erinnern sich düster, 323 Absatz 1 BGB. Was setzt der voraus? Wann kann der Verkäufer zurücktreten? Einfach so, wenn er mal nicht gezahlt hat. Ja. Ja, grundsätzlich muss der Verkäufer eine Frist setzen und der Käufer muss dann innerhalb der Frist Zahlung veranlassen. Es reicht, wenn der Käufer die Zahlung veranlasst hat in der Frist, das Geld muss nicht innerhalb der Frist eingegangen sein. Wenn er das gemacht hat, kann der Verkäufer nicht zurücktreten, wenn er es nicht gemacht hat, kann der Verkäufer zurücktreten. Das Zweite, was besteht, ist ein Leistungsverweigerungsrecht, habe ich Ihnen eben erklärt, 320. Solange der Käufer nicht bezahlt, kann der Verkäufer auch die Übergabe und Übereignung verweigern. Der kann sagen, das mache ich einfach nicht. Das heißt, er hat ein Druckmittel und kann sagen, du kriegst die Sache erst, wenn du bezahlt hast. Letzter Punkt, nachdem der Verkäufer den Käufer aufgefordert hat, zu zahlen, kann er Verzugszinsen verlangen. Sie erinnern sich düster, wie hoch sind die Verzugszinsen? Ja? So ist es. 5 Prozentpunkte über den Basiszinssatz nach 288 Absatz 1, beziehungsweise 9 Prozentpunkte über den Basiszinssatz, wenn der Käufer Unternehmer ist, nach 288 Absatz 2. Ja, das ist das, was der Verkäufer kriegt, wenn der Käufer nicht zahlt. Wenn der Käufer sich weigert, die Ware abzunehmen, kann der Verkäufer zunächst mal
Schadensersatz wegen Verzögerung verlangen. Zum Beispiel, weil er Lagerkosten hatte. Zum Beispiel, weil er Tiere füttern musste in der Zeit, weil der Käufer sie nicht abgenommen hat. Das kann er als Schadensersatz wegen Verzögerung geltend machen. Welche besondere Voraussetzung brauchen wir nach 286 Absatz 1 grundsätzlich dafür? Ja? Eine Mahnung. 286 Absatz 1 Satz 1. Wann ist die insbesondere entbehrlich? Was sind die wichtigsten Fälle da, die wir im Gesetz sehen? Wenn Sie mal sich die Norm angucken. Wenn Sie nicht immer mahnen wollen, was tun Sie dann direkt? Ja? So ist es. 286 Absatz 2 Nummer 1. Sie sagen direkt, die Ware muss am so und so vielen abgeholt werden. Dann brauchen Sie keine Mahnung, weil Sie dann schon eine Terminbestimmung haben nach 286 2 Nummer 1. Das heißt, Sie können die Mahnung auch vorwegnehmen durch Vereinbarung eines Termins. Auch wegen der Nichtabnahme kann der Verkäufer zurücktreten nach 323 Absatz 1. Auch hier wieder Fristsetzung erforderlich, wenn nicht ausnahmsweise einer der Fälle des Absatzes 2 vorliegt, etwa ein relatives Fixgeschäft. Der Verkäufer kann aber auch Schadensersatz statt der Leistung verlangen, nämlich dann, wenn er die Ware anderweitig verkaufen muss und dadurch einen Verlust hat, oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, wenn er hierdurch einen Imageschaden oder Ähnliches erleidet. Ja? Der Käufer gerät auch in Annahmeverzug. Das sind zwei separate Folgen. Das hat nichts miteinander zu tun. Deshalb steht ja auch hier als letzter Punkt, sehen Sie das, Aufwendungsersatz nach 304 und Besitzaufgaberecht nach 303. Das, wenn Sie mal nachgucken, sind Folgen des Annahmeverzuges. Der Käufer ist, wenn er die Ware nicht abnimmt, gleichzeitig im Annahmeverzug und im Schuldnerverzug. Also er ist gleichzeitig im Gläubigerverzug und im Schuldnerverzug. Der ist sozusagen doppelt böse, könnte man sagen. Er verletzt eine Obliegenheit und gleichzeitig verletzt er eine Pflicht. Ja? Das ist doppelt. So etwas gibt es im Recht manchmal. Deshalb diese beiden Folgen, Aufwendungsersatz nach 304 und Besitzaufgaberecht nach 303, wenn der Käufer nicht abnimmt. Besitzaufgabe heißt, wenn Sie ein Grundstück haben und nicht die ganze Zeit darauf aufpassen wollen, können Sie, wenn der Käufer es nicht annimmt, einfach weggehen und sagen, dann kommen halt die Obdachlosen und setzen sich dahin oder was auch immer. Die müssen nicht die ganze Zeit darauf aufpassen. Wenn der die Sache nicht annimmt, ist das nicht Ihr Problem. Was passiert, wenn der Verkäufer nicht übergibt und übereignet? Im Prinzip kann dann der Käufer zurücktreten nach 323 Absatz 1 mit Fristsetzung oder, wenn es unmöglich war, nach 326 Absatz 5 ohne Fristsetzung, denn bei Unmöglichkeit gibt es bekanntlich keine Pflicht zur Leistung. Auch hier kann der Käufer sagen, solange ich die Ware nicht bekomme, zahle ich nicht. Der hat das gleiche Erpressungspotenzial wie der Verkäufer. Er kriegt natürlich keine Verzugszinsen, weil der Käufer bekommt ja kein Geld, aber er bekommt Schadensersatz wegen Verzögerung und oder Schadensersatz statt der Leistung. Das sind alles Sachen, die wir schon gehabt haben, die sollten Ihnen also keine Probleme machen. Letzter Punkt hier, Rücksichtnahmepflichten. Was passiert bei Verletzung von Rücksichtnahmepflichten? Auch da keine Besonderheiten. Man kriegt Schadensersatz neben der Leistung nach 280.1 in Verbindung mit 241.2. Man kriegt Schadensersatz statt der Leistung nach 282 oder man kann zurücktreten nach 324. Da geht es um Fälle wie, Sie kaufen eine Sache und der Verkäufer spuckt Ihnen ins Gesicht und tritt Sie zwischen die Beine, dann können Sie sagen, nee, von dir will ich nichts mehr kaufen, von dir will ich lieber Schmerzensgeld. Das ist okay. Das sind Rücksichtnahmepflichten. Dasselbe kann der Käufer natürlich auch tun, der kann auch den Verkäufer anspucken. Auch dann kann der Verkäufer sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Gut, jetzt kommen wir zu schwierigeren Sachen, zur Gefahr. Wir haben im BGB schon öfter über Gefahren gesprochen, bei 326 zum Beispiel. Das kommt jetzt wieder.
Und wir unterscheiden grundsätzlich die Leistungsgefahr und die Gegenleistungsgefahr. Die Leistungsgefahr ist die, dass der Verkäufer nicht nochmal eine Sache übergeben und übereignen muss. Das heißt, dass die Pflicht des Verkäufers erlischt. Das ist der Fall nach 275.1, wenn die Leistung unmöglich geworden ist. Dann muss der Verkäufer nicht mehr übergeben und übereignen. Das ist nach 275.2 der Fall, wenn der Verkäufer nur mit unzumutbarem Aufwand leisten kann und sich auf sein Leistungsverweigerungsrecht beruft. Und wir haben gesehen, grundsätzlich bei einer Gattungsschuld muss ich immer wieder nachliefern, außer sie ist konkretisiert nach 243 Absatz 2 oder wir haben einen Fall des Annahmeverzuges, wo die Gefahr nach 300 Absatz 2 auf den Käufer übergeht. Merken Sie sich also, der Verkäufer muss im Fall der Unmöglichkeit keine andere Sache mehr liefern. Die Rechtsfolge für den Käufer ergibt sich aus 26.1. Mit der Leistungsgefahr erlischt auch die Gegenleistung. Ohne Leistung keine Gegenleistung. Das Bemerkenswerte ist, für die Gegenleistungsgefahr haben wir Ausnahmeregelungen im Kaufrecht. Und zwar in 446 und 447. Wir haben auch schon gesprochen über die Ausnahmeregelungen, die wir im Schuldrecht AT haben, nämlich über 326 Absatz 2, wo nämlich drinsteht, ich muss zahlen trotzdem, wenn hier ein Fall von 326 Absatz 2 Satz 1 vorliegt, das heißt Verantwortlichkeit des Gläubigers oder Annahmeverzug und kein Vertreten müssen des Schuldners. Wenig überraschend. Fangen wir also an mit den Sachen, die wir hier links stehen haben, die wir noch nicht gehabt haben. Und das Erste, was wir da prüfen müssen, ist 446. 446 sagt uns im Wesentlichen, der Gefahrübergang tritt mit der Übergabe ein. Übergabe heißt, in dem Moment, wo der Käufer die Sache in Besitz hat, wo er die Sache sich angucken kann, in dem Moment tritt Gefahrübergang ein. Gefahrübergang hat hier folgende Folge, steht in 446 ausdrücklich drin. Erstens, Sie kriegen die Nutzungen der Sache. Sie erinnern sich düster, wir haben über Nutzungen gesprochen beim Rücktritt. Das sind insbesondere die Gebrauchsvorteile. In dem Moment, wo sie übergeben worden ist, dürfen Sie aber dem Auto fahren. Sie können sich in Pullover anziehen. Sie können den Laptop benutzen. Das sind die Gebrauchsvorteile. Das gehört ab dem Moment Ihnen. Wenn Sie ein Grundstück gekauft haben mit Apfelbäumen, können Sie die Äpfel ab dem Moment ernten, wo es Ihnen übergeben worden ist. Das sagt uns 446 Satz 1. 446 Satz 2 sagt, Sie müssen aber auch die Lasten tragen. Lasten meint zum Beispiel Steuern. Wenn Sie einen Hund kaufen, müssen Sie ab dem Moment, wo Sie einen Hund gekauft haben, für den Hundesteuer zahlen. Wenn Sie ein Grundstück gekauft haben, müssen Sie ab dem Moment, wo es Ihnen übergeben worden ist, für dieses Grundstück Grundsteuer zahlen und so weiter und so fort. Ab dem Moment gehören Ihnen auch die Lasten, also alle nachteiligen Folgen. Und ab dem Moment tragen Sie selber die Gefahr, dass die Sache schlechter wird. Wenn Sie also das Buch kaufen und dann anfangen, Seiten rauszureißen oder Seiten mit Kaffeeflecken zu machen, ist das Ihr Problem. Dann kriegen Sie das Buch nicht mehr umgetauscht. Ab dem Moment haben Sie das Risiko, dass das Buch schlechter wird. Wenn Sie einen Joghurt kaufen und der Joghurt war vergammelt, können Sie Schadensersatz verlangen, Geld zurück etc. Wenn der Joghurt bei Ihnen zu Hause vergammelt, haben Sie Pech gehabt. Die Verschlechterung ist Ihr Problem. Für uns interessant ist aber das linke Kästchen. Das linke Kästchen sagt nämlich, Sie müssen selbst dann zahlen, wenn die Sache danach explodiert oder schlechter wird, und zwar den vollen Kaufpreis. In dem Moment, wo Sie die Sache übergeben bekommen haben, gilt, das ist Ihr Problem. Wenn Sie also die Vase in die Hand gedrückt bekommen haben und lassen die direkt fallen, Pech gehabt, Sie müssen trotzdem bezahlen. Das sagt 446 Satz 1. Irrelevant ist, wann Sie Eigentümer geworden sind. Es geht nur um die Übergabe, nicht um die Übereignung. Das heißt, es geht um den Moment, wo Sie die Sache in der Hand haben.
Der Grund dafür ist ganz offensichtlich, Sie können Eigentum erlangen, ohne dass Sie Sachen haben, dann haben Sie aber auch keine Kontrolle und können keine Schäden verhindern. Es geht hier darum, dass Sie Schäden abwenden können und deshalb sollen Sie auch die Verantwortung für die Schäden tragen. 446 Satz 3 sollte etwas sagen, was Sie schon fast vermutet haben. Wenn Sie im Annahmeverzug sind als Käufer, dann geht die Gefahr schon in diesem Moment auf Sie über. Wenn also der Verkäufer zu Ihnen kommt und sagt, hier könntest du die Sache haben, dann werde ich so behandelt, als hätte ich sie angenommen, selbst wenn ich sie nicht angenommen habe. Der Sinn dahinter ist, auch hier wieder, wenn hier im konkreten Fall die Sache untergeht, muss ich trotzdem bezahlen. Ich muss zudem auch die Steuern bezahlen, das heißt, selbst wenn ich den Hund nicht annehme, muss ich die Steuern für den Hund bezahlen. Selbst wenn ich das Grundstück nicht annehme, muss ich Grundsteuer bezahlen. Sobald der Verkäufer mir den Zugang eröffnet, habe ich die Lasten zu tragen. Und auch hier wieder, wenn die Sache danach schlechter wird, ist das mein Problem. Das heißt, wenn der Hund danach Durchfall kriegt, ist das mein Problem, dass ich einen Durchfallhund kriege. Wenn der Hund vorher gesund war, kann der Verkäufer sagen, als ich ihn das erste Mal angeboten hatte, war der fit und damit ist er raus. Das heißt, alles, was danach passiert, ist mein Problem. Und jetzt kommen wir zur schwierigsten Norm nach 446 Satz 1, der sagt Grundsatzübergabe, 446 Satz 3, der sagt Annahmeverzug, kommen wir zu 447. 447 sagt, ausnahmsweise kann der Gefahrübergang sogar noch früher erfolgen, nämlich dann, wenn eine Schickschuld vereinbart ist. Was ist damit gemeint? Sie erinnern sich düster, als wir gesprochen haben über den Leistungsort. Bei einer Schickschuld ist es so, dass der Verkäufer die Sache nicht persönlich beim Käufer vorbeibringt, sondern die zum Beispiel DHL gibt und der DHL-Bote bringt die vorbei. Und dann ist bei einer Schickschuld es so, dass der Verkäufer alles Erforderliche getan hat, in dem Moment, wo er es dem DHL-Boten übergeben hat. Erinnern Sie sich düster? Bei 243 Absatz 2 haben wir das besprochen und haben gesagt, was ist das Erforderliche? Und bei der Schickschuld ist das Erforderliche die Übergabe der Sache an die Transportperson. Der Versendungskauf hat etwas strengere Voraussetzungen. Wenn Sie 447 lesen, steht da drin, die Versendung muss erfolgen auf Verlangen des Käufers. Das führt in Klausuren zu total viel Verwirrung. Der Gesetzgeber hat das blöde formuliert. Auf Verlangen des Käufers heißt nicht, dass der Käufer gesagt hat, ich möchte das unbedingt verschickt haben. Dieses Verlangen kann auch aus den Umständen folgen. Wenn Sie was bei Amazon bestellen zum Beispiel, ist es selbstverständlich, dass Ihnen das per Post geliefert wird und Sie nicht vorbeifahren und das irgendwo in Dresden abholen. Die haben keine Abholmöglichkeit. Das heißt, dieses auf Verlangen heißt einfach nur, man ist sich einig darüber, dass die Sache verschickt werden soll. Mehr ist da nicht vorausgesetzt. Einigkeit über das Verschicken, das kann ausdrücklich erfolgen oder konkludent. Wenn Sie was im Versandhandel bestellen, liegt immer ein Versenden auf Verlangen des Käufers vor, weil der Käufer hat sich bewusst für den Versandhandel entschieden. Das heißt, in der Klausur sollten Sie auf keinen Fall über dieses Merkmal lange nachdenken. Dieses auf Verlangen des Käufers hat in der Praxis keinerlei Auswirkungen. Und da gibt es auch keinen Meinungsstreit oder irgendwas. Das ist völlig unstreitig. Ich weiß, Sie wollen alle Meinungsstreitigkeiten machen, aber da gibt es keinen Streit. Das ist völlig unstreitig. Die dritte Voraussetzung ist allerdings, dass vom Erfüllungsort versandt worden ist. Das heißt, nach 269 von da, wo der Verkäufer seinen Geschäftssitz hat. Das heißt, wenn das von irgendwo anders, von einem Außenlager verschickt wird, dann greift 447 nicht ein. Es muss von da verschickt worden sein, wo der Verkäufer seinen Sitz hat, außer der Käufer hat mit irgendwas anderem sein Einverständnis erklärt. Die Rechtsfolge ist, der Gefahrübergang tritt dann auch ein, wenn ich die Sache der Transportperson übergebe. Das bedeutet, sobald der Verkäufer die Sache dem UPS-Mann oder DHL-Mann übergeben hat, hat er seine Pflicht erfüllt. Ab dem Moment muss der Käufer die Steuern bezahlen und andere Lasten. Ab dem Moment trägt auch der Käufer das Risiko, dass die Sache schlechter wird.
Zum Beispiel, weil DHL die Vase fallen lässt oder Kratzer auf die Sachen macht. Das ist das Problem des Käufers. Das fand der Gesetzgeber allerdings unfair für Verbraucher. Wenn Sie als armer Verbraucher was kaufen, sollen Sie dieses Risiko nicht tragen. Und deshalb gibt es dazu eine Sonderregelung, die wir uns morgen ansehen werden, in 474 BGB. Ansonsten gilt aber, der Gefahrübergang erfolgt durch Übergabe auf die Transportperson und ab dem Moment tragen Sie das Risiko. Das betrifft vor allen Dingen, wenn Sie Sachen bei eBay kaufen, zum Beispiel eBay Kleinanzeigen oder eBay, riskieren Sie, dass die Sache beim Transport beschädigt wird, auf Ihr Risiko. Wenn die Sache beim Transport beschädigt wird, hat man grundsätzlich einen Anspruch gegen den Verkäufer, aber man wird feststellen, der Verkäufer bekommt sein Geld, auch wenn die Sache bei Ihnen nicht ankommt. Einverstanden? Ich habe Ihnen gesagt, die Gefahr ist übergegangen. Das heißt, wenn die Sache bei Ihnen nicht ankommt, bekommt der Verkäufer trotzdem sein Geld. Er hätte zwar einen Anspruch gegen DHL oder den anderen Spediteur, den er eingeschaltet hat, aber dieser Anspruch scheitert daran, dass er keinen Schaden hat. Denn er muss ja keinen Schadensersatz leisten, denn er kriegt ja seinen vollen Kaufpreis. Sie umgekehrt als Käufer müssen bezahlen, bekommen aber keine Gegenleistung. Sie haben aber keinen Vertrag mit DHL geschlossen, den Vertrag hat nur der Verkäufer abgeschlossen. Das heißt, wenn Sie sich das so angucken, haben Sie einen Schaden, aber keinen Anspruch, während der Verkäufer einen Anspruch, aber keinen Schaden hat. Ja, nochmal einverstanden? Der Verkäufer hat einen Vertrag mit DHL, damit hätte er einen Anspruch aus 280, wenn die Sache beschädigt wird. Er hat aber keinen Schaden, weil er bekommt sein Geld sowieso. Sie haben keinen Vertrag und damit keinen Anspruch, aber Sie haben einen Schaden. Und die Rechtsprechung sagt, das kann nicht zugunsten von DHL wirken, weil es hätte ja auch was anderes sein können als ein Kaufvertrag und dann hätte der Verkäufer kein Geld bekommen und hätte auch einen Schaden gehabt. Deshalb sagt die Rechtsprechung, darf der Verkäufer Ihren Schaden geltend machen. Der Verkäufer macht den Schaden des Käufers geltend und muss dann das Geld, was er bekommt, dem Käufer herausgeben. Ja, einverstanden? Das Ganze nennt sich Drittschadensliquidation. Der Verkäufer macht einen Schaden des Käufers im eigenen Namen geltend. Er tut so, als wäre der Schaden des Käufers sein eigener. Das darf er, weil er eine vertragliche Beziehung mit der Transportperson hat. Im Rahmen seines Vertrages soll er Geld verlangen können. Nun muss es nicht immer DHL sein, den Sie beauftragen. Sie können auch Ihren Bruder schicken oder Ihren Mitarbeiter. Wenn Ihr Bruder oder Ihr Mitarbeiter losfährt, dann gilt grundsätzlich, dass mit der Übergabe die Leistungspflicht erfüllt ist. Sie haben also die Sache Ihrem Bruder gegeben und gesagt, fahr die mal nach Berlin, wo der Käufer sitzt, dann haben Sie Ihre Leistungspflicht erfüllt. Aber Ihr Bruder ist dann Erfüllungsgehilfe. Und zwar Erfüllungsgehilfe im Hinblick auf die Rücksichtnahmepflicht, auf die Sache des Käufers, die ja sozusagen jetzt in seinem Gefahrenbereich ist, Rücksicht zu nehmen. Das heißt, wenn Ihr Bruder einen Unfall baut, verletzt er eine Rücksichtnahmepflicht aus 41.2 und sein Verschulden ist Ihnen nach 278 zuzurechnen. Das heißt, wenn Sie Mitarbeiter oder Verwandte beauftragen, haften Sie auf Schadensersatz nach 280.1 in Verbindung mit 241.2, weil Ihr Bruder eine Rücksichtnahmepflicht verletzt hat. Ihre Leistungspflicht haben Sie schon mit der Abgabe an die Transportperson erfüllt. Gut, dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil, zum sogenannten Gewährleistungsrecht. Das Gewährleistungsrecht, da ist die entscheidende Norm 437 BGB. 437 BGB enthält einfach eine nummerierte Liste und die nummerierte Liste verweist auf Normen des allgemeinen Schuldrechts. Wenn Sie sich das angucken,
sollten Ihnen die Regelungen, die da stehen, auch bekannt vorkommen. Da steht zum Beispiel 281, da steht 283, da steht 311a, da steht 323 und da steht 326 Absatz 5. Diese Norm sagt also, alles, was wir bisher gelernt haben, können Sie auch für Schlechtleistungen anwenden. Und dass es eine Schlechtleistung ist, das heißt im Sinne von 281 nicht wie geschuldet, beziehungsweise im Sinne von 323 nicht vertragsgemäß, das stellt 433 Absatz 1 Satz 2 sicher. Denn der sagt, geschuldet ist die Leistung frei von Sach- und Rechtsmängeln. Und genauso, vertragsgemäß ist nur eine Leistung, die frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. Das heißt, Sie wissen direkt durch 433.1.2, wenn die Sache mangelhaft ist, haben Sie auch einen Schadensersatzanspruch nach 281 oder ein Rücktrittsrecht nach 323. So einfach ist das. Allerdings können Sie im Rahmen Ihrer Privatautonomie durchaus einen Haftungsausschluss vereinbaren. Das haben Sie im Internet recht häufig, so bei eBay, da steht dann drin, die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Dies ist ein Verbraucherverkauf, die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Solche Gewährleistungsausschlüsse sind grundsätzlich zulässig. Das gehört zur Privatautonomie. Davon gibt es drei Ausnahmen, die Sie kennen müssen. Die erste Ausnahme ist der Verbrauchsgüterkauf. Das ist statistisch gesehen der weitaus häufigste Fall. Ergibt sich aus 475 BGB und gucken wir uns morgen an. Die zweite Aussage ist die geregelte in 444. 444 sagt, wenn Sie einen Mangel arglistig verschweigen, können Sie sich nicht auf einen Gewährleistungsausschluss berufen, weil das wäre doppelt hinterhältig. Sie täuschen den Käufer über einen Mangel und im zweiten Schritt hauen Sie dann noch in die Pfanne, indem Sie sagen, haha, jetzt hast du auch keine Gewährleistung. Das heißt, ein Gewährleistungsausschluss ist unwirksam, wenn der Verkäufer den Mangel kannte und den Käufer nicht darüber informiert hat, obwohl er wusste, dass es entscheidungserheblich war. Die zweite Variante ist die Beschaffenheitsgarantie. Wenn Sie gesagt haben, dieses Auto fährt noch 5000 Kilometer, dann können Sie nicht im gleichen Satz sagen, aber ich hafte dafür nicht, weil das wäre widersprüchlich. Sie können nicht einerseits sagen, ich stehe dafür ein, aber ich hafte dafür nicht, dann setze ich immer das Versprechen durch und der Verzicht fällt dann weg. In dem Moment, wo Sie sagen, ich will dafür haften, sind Sie dran. Dritte Ausnahme, Sie dürfen in AGB die Gewährleistung nicht komplett ausschließen, wenn der Kunde kein Unternehmer ist. Das betrifft auch unsere eBay-Fälle. Wenn Sie also regelmäßig bei eBay verkaufen, steht in Ihren AGB immer drin, die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Das ist eine allgemeine Geschäftsbedingung und die ist unwirksam, wenn Ihr Kunde Verbraucher ist. Das heißt, der Gewährleistungsausschluss bei eBay ist im Normalfall unwirksam, wenn Sie nicht zum ersten Mal was verkaufen, weil es eine allgemeine Geschäftsbedingung ist, die Sie für eine Vielzahl von Verträgen verwenden wollen. Sie wollen die Klausel immer wieder verwenden. Das war der Gewährleistungsausschluss. Es gibt noch einen, wie soll man sagen, Treu- und Glauben-Ausschluss der Gewährleistung. Der ergibt sich aus 442. 442 sagt, wenn Sie einen Vertrag schließen und schon in dem Zeitpunkt, wo Sie den Vertrag schließen, wissen, dass die Sache mangelhaft ist, dann können Sie nicht hinterher sagen, ach übrigens, ich möchte jetzt Schadensersatz, Minderung oder Ähnliches. Weil Sie haben ja von vornherein schon bei Vertragsschluss sich darauf eingelassen, dass die Sache mangelhaft ist. Wichtig, es kommt auf den Vertragsschluss an. Es kommt nicht darauf an, ob Sie es bei Übergabe wissen. Sie sehen die Sache also bei Übergabe und sehen, die ist mangelhaft, dann können Sie die annehmen und verlieren dadurch Ihre Rechte nicht. Entscheidend ist, ob Sie schon bei Vertragsschluss wussten, das kann nur schlimm enden. Das Gesetz geht aber noch weiter. Es sagt nämlich, bei grob fahrlässiger Unkenntnis, wenn das so offensichtlich ist, dass der Hund, den Sie kaufen, krank ist, weil der kotzt und schnieft und hat Schüttelfrost und verliert Haare,
dann sind Sie selber schuld, wenn Sie ihn kaufen und können sich nicht darauf berufen, dass der Hund krank ist. Das hätten Sie ja wissen müssen. Das heißt, grob fahrlässige Unkenntnis schadet auch. Allerdings hier wieder die Ausnahme. Was anderes gilt bei Arglist, wenn der Verkäufer Sie also bewusst in die Irre führt oder wenn der Verkäufer eine Garantie übernimmt und sagt, ich stehe dafür ein, dieser Hund ist kerngesund, das ist bei dem normal. Wenn der das so sagt, dann haben Sie Glück und können trotzdem die Besitzungsrechte geltend machen. So, damit wissen wir jetzt, wann das Gewährleistungsrecht anwendbar ist. Das Gewährleistungsrecht setzt, wie der Name schon sagt, voraus, dass die Sache mangelhaft ist. Und Mangelhaftigkeit kann sein ein Sachmangel oder ein Rechtsmangel. Ein Sachmangel finden wir in 434. Und bitte, wenn Sie 434 prüfen, prüfen Sie das immer ganz treppenstufenmäßig. Das heißt, Sie fangen an mit Absatz 1, Satz 1. In jeder Klausur. Immer fangen Sie an mit 434, Absatz 1, Satz 1. Nicht mit Absatz 1, Satz 2, Nummer 1. Nicht mit Absatz 1, Satz 2, Nummer 2. Nicht mit Absatz 1, Satz 3. Sie fangen immer an mit Absatz 1, Satz 1. Warum machen Sie das? Weil das Gesetz sagt in Absatz 1, Satz 2, wenn keine Beschaffenheitsvereinbarung vorliegt. Das heißt, die ist immer vorrangig zu prüfen. Immer. Was ist eine Beschaffenheitsvereinbarung? Ganz einfach, es ist das, was die Parteien ausdrücklich oder konkludent über die Sache vereinbart haben. Wenn die zum Beispiel gesagt haben, dieses Auto riecht nach Schimmel, dann ist das die Beschaffenheit. Dann soll das Auto nach Schimmel riechen. Das ist die Sollbeschaffenheit. Die muss nicht immer positiv sein. Sie können negative Merkmale als Beschaffenheit vereinbaren. Sie können sagen, dieses Auto ist ein Bastlerwerk, Bastlerfahrzeug. Dann sagen Sie damit, das ist nicht zum Fahren geeignet. Sie können also in die Beschaffenheit negative Sachen reinschreiben. Sie können aber auch positive Sachen reinschreiben. Sie können sagen, dieses Buch hat 863 Seiten. Das ist eine Beschaffenheit. Sie können sagen, dieses Buch hat ein weißes Cover. Das ist völlig zulässig. Das B auf dem Cover ist rot geschrieben. Eine Beschaffenheit. Beschaffenheit kann aber nicht nur ausdrücklich vereinbart sein, sie kann auch konkludent vereinbart sein. Wenn Sie in einen Supermarkt gehen und eine Flasche Wasser kaufen, dann ist konkludent vereinbart, dass man diese Flasche Wasser wohl trinken kann. Und dass das nicht irgendwie Wasser aus irgendeinem giftigen Fluss ist oder möglicherweise statt Wasser, was ich, Spülmaschinenreiniger. Also wenn Sie die Flasche Wasser kaufen, ist konkludent vereinbart, zum Genuss von Menschen geeignet. Das kann konkludent vereinbart sein, weil aus den Umständen erkennt jeder Mensch, Sie kaufen diese Flasche Wasser im Supermarkt, um sie zu trinken. Einen anderen Zweck kann es nicht haben. Das ist Absatz 1, Satz 1. Ungefähr 99% der Fälle fallen unter Absatz 1, Satz 1, wenn Sie die Norm vernünftig prüfen. Das wollen die meisten Studenten aber nicht, weil die meisten Studenten lieben Absatz 1, Satz 2, Nummer 2, die immer als letztes zu prüfen ist. Das heißt, die meisten von Ihnen wollen das hier immer direkt prüfen, weil die es am tollsten finden. Das dürfen Sie aber nicht. Ja? Sie prüfen erst Absatz 1, Satz 1. Sie fangen vorne an. Absatz 1, Satz 2 bezieht sich auf die vorausgesetzte Verwendung. Das meint, wenn Sie einen Computer kaufen, um damit Ihre Hausarbeit zu schreiben, dann sollte der zumindest einen Bildschirm haben, der einen Tag lang benutzbar ist. Damit die Verwendung, Erstellen einer Hausarbeit gewährleistet ist, müssen bestimmte Beschaffenheitsmerkmale gegeben sein. Bei Absatz 1, Satz 1 geht es um Beschaffenheitsmerkmale, bei Absatz 1, Satz 2, Nummer 1 geht es um die vereinbarte Verwendung. Wichtig ist, dass hier nicht unbedingt ein Vertrag vorausgesetzt wird,
sondern es reicht, wenn Sie beim Mediamarkt sagen, ich brauche dieses Notebook und das soll einen ganzen Vorlesungstag durchhalten und er gibt Ihnen irgendeins, dann reicht das, um da eine Beschaffenheit zu vereinbaren. Letzter Punkt, Absatz 1, Satz 2, Nummer 2 ist der Auffangtatbestand. Der Auffangtatbestand hat zwei Varianten. Diese zwei Varianten sind alternativ. Das heißt, es muss entweder für die gewöhnliche Verwendung ungeeignet sein oder es muss nicht die übliche Beschaffenheit haben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Auto kaufen und das kann nicht fahren, dann ist es nicht für die gewöhnliche Verwendung geeignet. Im Normalfall scheitert es aber schon daran, dass es nicht die konkludent vereinbarte Beschaffenheit hat oder nicht für die vorausgesetzte Verwendung geeignet ist. Das heißt, die kämen gar nicht zu diesem Satz Nummer 2, weil wir schon vorher festgestellt haben. Deshalb fangen Sie nicht beim Ende an, sondern fangen Sie beim Anfang an. Weil alles, was vorher steht, verdrängt das, was danach kommt. Das Ganze wird dann noch erweitert durch die Werbung und sonstige Aussagen von Verkäufer und Hersteller nach Satz 3. Das sind einseitige Aussagen des Verkäufers, wo Sie nichts so gesagt haben. Wenn der Verkäufer Ihnen also gesagt hat, dieses Notebook können Sie aus 2 Meter Höhe fallen lassen, dann können Sie davon ausgehen, dass das wohl so sein wird. Wenn das in der Fernsehwerbung war, genauso. Sie kennen das bei den Sony-Handys, wo es dann heißt, dieses Handy ist wasserdicht, das können Sie in den Pool werfen, Xperia Z3, können Sie in den Pool werfen. Und wenn das in den Pool geworfen wird und nicht das aushält, dann haben Sie Gewährleistungsansprüche. Weil die Werbeaussage gilt als vereinbart. So, nochmal, erst Satz 1 prüfen, dann Satz 2 prüfen. Immer vorne anfangen. Das Zweite, was ich in Klausuren immer lese, wo ich mich überfrage, was soll das, ist, dann wird gesagt, ja, eine Sache ist mangelhaft, wenn die Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Das klingt ja toll, klingt ja sehr gelehrt. Warum schreiben Sie nicht einfach das, was im Gesetz steht? Steht im Gesetz irgendwas von Ist-Beschaffenheit weicht ab von der Soll-Beschaffenheit? Nein, da steht da nicht. Im Gesetz steht nämlich ausdrücklich drin, 434 Absatz 1, wenn Sie bei Gefahrbegang die vereinbarte Beschaffenheit haben, dann schreiben Sie auch hin, die Sache ist mangelhaft, wenn Sie nicht bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit haben. Dann schreiben Sie hin, Gefahrübergang war dann und dann, vereinbarte Beschaffenheit war es und das, die Sache hatte die und die Beschaffenheit, also war es nicht die vereinbarte Beschaffenheit, also mangelhaft. Dieser Satz ist und soll Beschaffenheit bringt Sie nicht weiter. Der Satz ist völlig überflüssig und Quatsch und steht nicht im Gesetz. Sparen Sie sich solche tollen Weisheiten, schreiben Sie einfach das, was im Gesetz steht. Wo ist das Problem? Jura ist so einfach. Sie haben das ganze Skript da liegen. Ich habe mal mit einem BWL-Studenten gesprochen, der gesagt, Jura ist auch so einfach. Ihr habt das dickste Skript da liegen, ihr könnt ja voll fuschen. Also seien Sie froh, dass Sie Jura und nicht BWL studieren. So, Beschaffenheit. Beschaffenheit umfasst einerseits Eigenschaften. Sie erinnern sich ganz düster ans erste Semester, ja, vielleicht irgendwie so ein bisschen. Da haben Sie gesprochen über 119 Absatz 2. 119 redet von Irrtümern über eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Und Sie wissen, Eigenschaften sind Merkmale der Sache unmittelbar anhaften. Der Beschaffenheitsbegriff ist deutlich weiter. Beschaffenheit erfasst alle Beziehungen der Sache zu ihrer Umwelt und die Beschaffenheit erfasst sogar Verdachtsmomente, wenn nämlich dieser Verdacht auf konkrete Tatsachen gestützt wird und nicht unter verhältnismäßigem Aufwand aufklärbar ist. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor zum Beispiel, Sie kaufen Sushi aus Japan und es kommt der Verdacht auf, dass diese Sushi aus Fukushima kommen und im Dunkeln leuchten. Dann reicht schon der Verdacht, damit Sie sagen können, die Sushi sind mangelhaft. Da kann der Verkäufer Ihnen noch so sehr sagen, das ist aber nicht so.
weil man kann ihnen nicht zumuten, das alles zu recherchieren. Sie haben ja zu Hause keinen Geigerzähler. Ebenso bei Rinderwaren zum Beispiel, um es illustrativ zu machen, Sie kaufen leckere Rindersteaks und in der Presse steht am nächsten Tag, Rindersteaks bloß nicht kaufen, weil alle Kühe haben BSE. Dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie das essen wollen und dann sagt das BGB, ist das Kuhschnitzel mangelhaft. Ja? Das geht auch bei anderen Sachen, aber das war jetzt bei Nahrung recht anschaulich. Beschaffenheit bezieht sich darauf, dass Sie die Sache am vereinbarten Ort, zur vereinbarten Zeit, zum vereinbarten Zweck einsetzen können. Wenn Sie also ein Bastlerfahrzeug kaufen, können Sie nicht erwarten, dass Sie mitfahren können. Wenn Sie eine Sache kaufen, die für den chinesischen Markt zugelassen ist, können Sie nicht sicher davon ausgehen, dass Sie die auch in Deutschland einsetzen dürfen. Wenn Sie eine Sache kaufen aus dem Jahr 1905, können Sie nicht sicher davon ausgehen, dass sie heute noch funktioniert. All diese Sachen müssen Sie berücksichtigen. Wichtig, der Käufer trägt das Risiko, dass er die Sache nutzen kann. Wenn er eine besondere Verwendung haben will, muss er sie dem Verkäufer mitteilen. Was er sich selber vorstellt, ist sein Problem. Nur dann, wenn der Verkäufer und der Käufer sich einig werden, dass die Sache einem bestimmten Zweck dienen soll, entweder Auslöser oder Konkludent, kann das zur Beschaffenheit gehören. Grundsätzlich, die Vorstellung alleine nützt nichts. Wir haben ganz am Anfang des Semesters gesprochen über die Erfüllung und wir haben uns da ganz kurz angesehen, 363 BGB. 363 BGB sagt, in dem Moment, wo der Gläubiger eine Leistung als Erfüllung annimmt, trägt er die Beweislast dafür, dass die Leistung mangelhaft war. Wenn Sie also was annehmen, ist das Ihr Problem, das Sie hinterher beweisen müssen. Die Sache entsprach nicht der vereinbarten Beschaffenheit. Wichtig ist auch, es kommt auf die Abweichung bei Gefahrübergang an. Das heißt, Sie müssen nachweisen, in dem Moment, wo ich die Sache bekommen habe, war sie schon mangelhaft. Wenn da also ein Kratzer drauf ist, müssen Sie beweisen, der Kratzer war schon darauf, als ich sie bekommen habe. Wenn Sie das nicht beweisen können, haben Sie keine Ansprüche. Auch hier wieder gibt es eine Ausnahme für Sie als Verbraucher. Wenn Sie als Verbraucher was bei einem Unternehmer kaufen, sagt 476, haben Sie 6 Monate Zeit, Mängel zu entdecken. Und wenn der Mangel in den 6 Monaten sich erstmalig zeigt, muss der Verkäufer beweisen, dass der nicht schon bei Gefahrübergang vorlag. Das heißt, Ihr Auto fährt nicht mehr, da können Sie sagen, das fährt nicht mehr und die Ursache wird wohl irgendwas gewesen sein, was schon damals vorlag, dann muss der Verkäufer beweisen, dass Sie schuld gewesen sind. Und nur wenn er das beweisen kann, haben Sie keine Ansprüche. Bei 434 Absatz 1 Satz 3 gibt es eine besondere Ausnahme, nämlich Sie können nachweisen als Verkäufer, dass der Käufer die Werbung gar nicht gesehen hat. Also wenn Sie nachweisen können, dass der Käufer die Werbung nie gesehen hat, kann die Werbung auch nicht ursächlich für den Kaufentschluss geworden sein und damit haben Sie dann auch keinen Einfluss gehabt. Dann kann der Käufer auch nicht sagen, es soll so sein mit der Werbung. Wenn er die Werbung nicht kennt, hat der Käufer halt Pech gehabt. Das muss aber der Verkäufer beweisen. So. Das war 434 Absatz 1. 434 hat aber noch mehr Absätze und der zweite Absatz ist 434 Absatz 2. Und 434 Absatz 2 hat 2 Sätze. Und in der Klausur müssen Sie die beiden Sätze unterscheiden. Satz 1 bezieht sich auf eine Montage. Wenn Sie zum Beispiel bei Schaffrath sich ein Bett kaufen. Dann kommen die netten Leute und bringen Ihnen das Bett in die Wohnung und montieren Ihnen das und dann können Sie das Bett reinlegen und schlafen. Und wenn dann das Bett zusammenbricht, weil das schlecht zusammengeschraubt ist, sagt Ihnen 434 Absatz 2 Satz 1, ist das genauso mangelhaft, als wenn es nicht die vereinbarte Beschaffenheit hatte. Weil die Leute müssen das vernünftig zusammenschrauben.
Die sehen an 434 Absatz 2 Satz 1 auch noch was anderes, nämlich sie sehen daran, wenn sie eine Montagepflicht haben, ändert das nichts daran, dass ein Kaufvertrag bleibt. Also wie in unserem Klausurfall zum Beispiel, nur weil jemand was montieren musste, also Probeklausurfall, nur wenn jemand was montieren musste, heißt das so lange nicht, dass es ein anderer Vertrag ist. Es bleibt ein Kaufvertrag. Montage ändert daran nichts. Gut, also ganz einfach. 434 Absatz 2 Satz 2 ist dagegen ein schwierigerer Fall. Sie fahren nach IKEA und kaufen da ein Billigregal. Ja, Sie kennen Billy, nicht schwer zu montieren, kann ich Ihnen sagen. Das kann man im Schlaf montieren. Und dann gucken Sie sich die Anleitung an. Und auf der Anleitung sind lauter lustige Bilder von Menschen und Schrauben und Teilen und Sie sind total verwirrt und Sie versuchen, dieses Regal nach der Anleitung zusammenzubauen. Und das Regal kommt auch irgendwie so zurecht und das steht dann irgendwie auch. Und Sie sagen, ah wunderbar, jetzt kann ich meine Vasen in das Regal reinpacken und packen da Ihre ganzen Vasen rein. Dann legen Sie sich in Ihr Bett und dann macht es klirr, weil Ihr Regal gerade zusammengeklappt ist. Dann sagt 434 Absatz 2 Satz 2, wenn die Anleitung mangelhaft war, in dem Sinne, dass sie ein normaler Mensch nicht befolgen konnte, weil sie auf Chinesisch war oder weil die Symbole komisch waren, dann werden sie so behandelt, als hätten sie ein fertig montiertes, mangelhaftes Regal bekommen. Das heißt, das von ihnen montierte Regal wird so behandelt, als hätte schon IKEA mangelhaft montiert. Das sagt 434 Absatz 2 Satz 2. Nochmal, Voraussetzung ist, dass erstens die Anleitung mangelhaft ist und zweitens, dass aufgrund der falschen Anleitung das Ganze auch falsch montiert worden ist. Wenn Sie es trotzdem richtig zusammenbauen, haben Sie Pech gehabt. Wenn die Anleitung richtig ist und Sie einfach nicht so dumm sind, ist das auch Pech. Aber wenn die Anleitung mangelhaft ist und das Regal falsch zusammengebaut worden ist, kriegen Sie ein neues, funktionsfähiges Regal und Schadensersatz für Ihre zerstörten Vasen. Ja? Also 434 Absatz 2, auch alle verstanden? Ja, ja, ich sehe die Begeisterung für diese Klausel. So, da das ja schon im Forum gefragt worden ist, die zu wenig Lieferung. Was ist eine zu wenig Lieferung? Sie haben 100 Flaschen Champagner bestellt und Sie kriegen 80 Flaschen geliefert. Da gibt es zwei Varianten. Entweder der Verkäufer sagt Ihnen, ich liefere Ihnen hier nur 80 Flaschen, die anderen 20 kommen nach. Dann sind Sie bei 266 und Sie können sagen, will ich nicht. Nimm die wieder mit, alles oder nichts. Es gibt aber auch den miesen Verkäufer. Der miese Verkäufer liefert Ihnen kistenweise Champagner und Sie können schlecht zählen und denken sich, das stimmt schon. Und dann beim Nachzählen stellen Sie fest, da fehlen 20 Flaschen, weil in jeder Kiste einfach eine fehlte. Skandal. Dann haben Sie einen sogenannten verdeckten, eine verdeckte Teillieferung. Verdeckt deshalb, weil Sie können das ja nicht erkennen. Das hat man vor Ihnen geheim gehalten. Und dann sagt Ihnen 434 Absatz 3, wird das so behandelt wie ein Sachmangel. Es wird so getan, als seien die Flaschen vergammelt gewesen. Und damit sind wir bei einem Problem, was wir uns noch näher anschauen müssen. Ist das dann eine Schlechtleistung im Sinne von 323 Absatz 5 Satz 2 und 281 Absatz 1 Satz 3 BGB? Oder ist das eine zu wenig Leistung, also ist das eine Teilleistung im Sinne von 323 Absatz 5 Satz 1 beziehungsweise 281 Absatz 1 Satz 2 BGB? Jetzt fragen Sie sich, hä, warum ist es eine Frage? Sie erinnern sich ganz düster, ich habe mal über 323 Absatz 5 gesprochen. Erinnern Sie sich daran? Gucken wir da mal rein. Toll, ich sage die Sachen und keiner kriegt sie mit. Da haben Sie sogar relativ lange drüber gesprochen, über 323 Absatz 5. Und da gibt es zwei Sätze. Und warum ist es wichtig
zu wissen, ob es eine Teilleistung ist oder eine nicht wie geschuldete Leistung. Ja? Ja, in der Tat, bei 323 Absatz 5 Satz 1 ist es so, dass wir eine zu wenig Leistung haben und bei der Teilleistung muss der Gläubiger, das heißt in unserem Fall der Käufer, nachweisen, dass er an der bereits erbrachten Teilleistung kein Interesse hat. Wenn er es nicht beweisen kann, muss er die Teilleistung behalten und kann maximal mindern. Das heißt, er muss dann nicht für die Flaschen bezahlen, die er nicht bekommen hat, aber er muss die Flaschen, die er bekommen hat, behalten und bezahlen. Wenn wir dagegen eine Schlechtleistung haben, muss der Verkäufer beweisen, dass die Abweichung unerheblich war. Er muss also beweisen, das ist hier im konkreten Fall unerheblich und wenn er das nicht beweisen kann, muss er die Flaschen zurücknehmen, die er geliefert hat und den kompletten Kaufpreis zurückzahlen. Also es geht um die Frage, was gilt mit den Flaschen, die geliefert worden ist. Und im einen Fall muss der Käufer beweisen, dass er kein Interesse hat. Im anderen Fall muss der Verkäufer beweisen, dass die Abweichung unerheblich ist. Und jetzt fragen Sie sich, was ist denn die richtige Lösung? Und die Antwort lautet, das ist umstritten, da können Sie machen, was Sie wollen. Da gibt es kein wesentliches Argument. Das eine Argument ist, dass Sie sagen, 434 Absatz 3 sagt, die zu wenig Leistung ist eine Schlechtleistung. Und damit ist festgelegt, dass das auch eine Schlechtleistung im Sinne von 323 ist und damit müsste die Unerheblichkeit durch den Verkäufer bewiesen werden. Die andere Ansicht sagt, der einzige Sinn dieses 434 Absatz 3 ist es, die Verjährung zu verkürzen nach 438 und möglicherweise Gewährleistungsausschlüsse darauf zu erstrecken. Dann kommen wir dazu, im allgemeinen Schuldrecht hat der 434 Absatz 3 keine Auswirkungen und es geht nur um eine Teilleistung. Das heißt, der Käufer müsste beweisen, dass er kein Interesse an der Leistung hat. Können Sie also so oder so entscheiden. 434 Absatz 3 hat noch eine weitere Variante, nämlich den Fall, dass eine andere Sache geliefert wird. Bisher hatten wir immer den Fall, Sie kaufen ein BGB und es fehlen zwei Seiten oder es sind Kaffeeflecken im Buch. Aber stellen Sie sich vor, Sie bestellen im Buchladen ein BGB und bekommen ein STGB. Dann denken sich einige von Ihnen, ist doch viel schöner, weil STGB ist viel lustiger und Strafrecht mache ich eh lieber, dann nehme ich doch das STGB und bin glücklich. Die meisten von Ihnen werden aber sagen, ein STGB nützt in der BGB-Vorlesung nichts, also ist ein STGB ein schlechtes BGB. Deshalb sagt 434 Absatz 3, auch wenn Sie eine andere Sache bekommen als bestellt, gilt das als Mangel. Ein STGB ist ein schlechtes BGB, eine Flasche Cola ist eine schlechte Flasche Wasser, ein Taschenrechner ist ein schlechter Laptop, ein Handy ist ein schlechter iPod. Ja, das können Sie endlos weiterführen. Die Folge ist, wenn Sie dieses STGB gekriegt haben, ist damit Ihr Anspruch erstmal erfüllt, aber schlecht erfüllt. Sie haben dann nur noch einen Anspruch auf Nacherfüllung nach 437 Nummer 1, 439, keinen Anspruch mehr aus 433 1.1, weil der ist erfüllt, aber schlecht erfüllt. Schlecht. Das Ganze gilt sogar dann, wenn die Abweichung extrem krass ist. Sie haben einen Porsche bestellt, der Verkäufer schickt Ihnen einen Kugelschreiber. Dann ist das eine andere Sache. Kugelschreiber ist was anderes als ein Porsche. Also
haben Sie dann Gewährleistungsansprüche. Wenn die Sache eine bessere ist, Sie haben einen Kugelschreiber bestellt und kriegen ein Flugzeug, dann sagen Sie, oh, das freut mich, dann kann der Verkäufer das nach Bereicherungsrecht zurückverlangen. Das lernen Sie dann im nächsten Semester. Wichtig ist, in dem Moment, wo Sie irgendwas als Erfüllung annehmen, verlieren Sie das allgemeine Schuldrecht. In dem Moment, wo Sie irgendwas annehmen, sind Sie bei 437. Das heißt, Sie kommen nur noch über den 437 zu den Gewährleistungsrechten. Ja? Das heißt, alles, was wir bisher gemacht haben, war immer nur der Fall, Sie haben es noch nicht angenommen. Sobald Sie was annehmen, sind Sie in dieser Spalte. Und das ist Ihr Problem. Die Zuvielleistung ist im BGB nicht geregelt. Wenn Sie also 80 Flaschen Champagner bestellen und kriegen 100 geliefert, kann das entweder ein Antrag sein, mit Ihnen einen neuen Kaufvertrag über 100 Flaschen abzuschließen, also über 20 zusätzliche Flaschen. Es kann aber auch nur ein Versehen sein, aber spielt keine Rolle. Wenn Sie den Vertrag nicht ausdrücklich annehmen, hat der Verkäufer ein Recht darauf, seine Sachen zurückzukriegen nach Bereicherungsrecht. Das lernen Sie aber erst nächstes Semester. Mit Kaufrecht hat das nichts zu tun. Wenn Sie zu viel kriegen, ist das Glück. Ja? Kaufrechtlich kein Problem. Was Sie auch nicht so sehr interessieren muss, ist dann 435. 435 regelt den Rechtsmangel. Der Rechtsmangel setzt voraus, dass Sie drei Personen haben. Sie haben den Käufer, den Verkäufer und einen Dritten. Und dieser Dritte, der da unten steht, hat ein Recht in Bezug auf die Sache. Dieses Recht kann zum Beispiel sein, dass er ein Pfandrecht hat. Oder er ist Mieter. Und dieses Recht verhindert, dass Sie die Sache frei nutzen können. Und in dem Moment, wo Sie Eigentümer der Sache werden und die Sache nicht frei nutzen können, können Sie dann wieder nach 437 vorgehen und sagen, Verkäufer, mach das Recht weg, 439, das heißt Beseitigung, oder Minderung, oder Schadensersatz, oder Rücktritt. Also, alles, was beim Sachmangel geht, geht auch beim Rechtsmangel. Das Ganze ist für Sie deshalb uninteressant, weil Sie nächstes Semester erst Sachenrecht haben und erst da lernen, was Grundschuld und Pfandrecht sind. Das heißt, das können Sie noch gar nicht verstehen. Was Sie vielleicht schon kennen können, sind Persönlichkeitsrechte. Die Idee dahinter ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt T-Shirts drucken mit irgendeinem Porträt von irgendeinem Star drauf, dann wird der Star das nicht so gut finden, weil er dafür Geld haben will. Und er kann dann verhindern, dass diese T-Shirts mit seinem Profil verkauft werden. Oder Immaterialgüterrechte, wenn Sie anfangen, bei sich zu Hause irgendwelche Markensymbole auszudrucken, auf Ihre T-Shirts zu drucken und die dann weiterverkaufen, ist das eine Verletzung von Markenrecht. Und diese ist ein Rechtsmangel, weil Sie dürfen das Kennzeichen nicht auf gefälschten Produkten haben. Ja? Aber Rechtsmängel kommen extrem selten vor. So, ein kleiner Ausblick auf morgen, 437. 437 greift immer dann ein, wenn Sie einen Gefahrübergang haben. Das heißt, in dem Moment, wo die Sache mangelhaft ist. 437 führt zu dem, was Sie schon kennen, nämlich zu 280, zu 323, und 311a Absatz 2. Das einzig Neue ist 441 BGB. 441 BGB ist die Minderung. Alles andere sollten Sie schon kennen. Das schauen wir uns dann morgen näher an. Außerdem morgen der Verbrauchsgüterkauf, damit wir das Kaufrecht auch abschließen können. Also vielen Dank, bis morgen.